Hallo Leute, Namaste, willkommen in meiner indische Küche. Heute gibt's ein Chutney-Rezept und es ist Tomate-Chutney. Es ist ein würziges, rotes Chutney. Dieses Chutney ist eitel für südindisches Gerichte wie Idli und Dosa, schmeckt auch sehr gut mit Roti und Paratha. So, jetzt zeige ich euch die Zutaten erst. Eine kleine Zwiebel, zwei Knoblauchzehen, kleines Stück Tamarind oder Zitronensaft, ein Esslöffel Linsen, 4 Tomaten, 2 Teelöffel Chilipulver, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Senfsamen, einige Curryblätter, 1 Teelöffel Kreuzkümmel, Öl erhitzen. Dazu fügen wir Kreuzkümmel, Uritbohnen, Knoblauch und Zwiebel hin. Auf mittlerer Hitze anbraten, bis die Linsen goldbraun sind. Tomaten hinzufügen. Ebenfalls Chilipulver und Salz hinzugeben und weiter anbraten. Zudecken und für ca. 5 Minuten anbraten. Die Mischung vollständig abkühlen lassen. Mischung in einen Mixer geben. Dazu füge ich Tamarindstück auf und ohne Wasser alles glatt pürieren. In eine kleine Pfanne Öl erhitzen. Sobald das Öl heiß ist, dann fügen wir Senfsamen, Curryblätter und Chili hinzu. Herd ausschalten. Danach die ganze Tarka über das Tomaten-Chutney gießen. Und hier habe ich würzige Kartoffeln und Dosa damit. Die beiden Rezepte sind schon auf meinem Kanal, so bitte guck mal da rein. Zum Schluss vermische ich alles zusammen. Und hier ist unser leckeres Essen. Dosa, würzige Kartoffeln und diese scharfe Tomate Chutney. Die schmecken alles zusammen total lecker. Alle Links stehen unten in der Infobox. Dieses Chutney schmeckt mit anderen Currys, mit anderen Snacks auch sehr lecker. So, bitte versucht mal und schreibt mir, wie schmeckt es euch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss!